Hallo ihr Lieben, bei Steine bemalen für Anfänger mit Ela. Silvester steht vor der Tür und ich habe gemalt. Ein kleines Glücksschwein und ein kleines Käferchen. Diese Anleitung ist kurz, das ist auch recht einfach zu machen. Schaut es euch an, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zuerst folgt der Kopf vom Schweinchen, dann die Ohren, die Augen, die Nase und der Körper. Das sind sehr einfache Formen. Dann malt ihr einfach einen Glücksklee auf den Bauch vom Schweinchen und steckt ihn ihm in den Mund, wobei wir das noch übermalen. Die Konturen habe ich in heller gemacht, aber ich glaube, schwarz wäre besser. Das ist dann einfacher und bringt die Konturen auch ein bisschen mehr hervor. Das Kleeblatt habe ich in dunkelgrün gemacht, könnt ihr auch in schwarz machen. Dann habe ich angefangen, mit einem meiner Stifte von Thule Art auszumalen. Das Schweinchen natürlich in ganz rosa. Das Kleeblatt habe ich in hellgrün gemacht, ihr könnt es auch gleich in dunkelgrün machen, ich habe es dann noch schattiert. Weil die Konturen zu hell waren, habe ich es noch ein bisschen dunkler gemacht. Dann macht ihr die Augen in weiß. Dottet mit einem Dotting-Werkzeug einen schwarzen Punkt. Und falls ihr schon das Kleeblatt grün habt, dann braucht ihr nichts mehr machen. Außer ihr wollt auch noch ein bisschen Akzente setzen. Sieht auch super schön aus, wenn man mit Dotting arbeitet. Und das in der Mitte ein bisschen ausdottet. Dann habe ich im Bleistift die 2023 gemalt. Sie anschließend schwarz umrundet. Bunt ausgemalt, wählt einfach eure Lieblingsfarben. Dann habe ich noch gedottet. Dieses Video habe ich für meinen Facebook-Kanal aufgenommen. Jetzt spiele ich es einfach dazwischen, weil ich es nützlich finde. Wir sind ja immer mit dem Wohnmobil unterwegs und da wollte ich einfach eine glückliche Sau dabei haben. So ist die Idee entstanden. Ich habe das Kleeblatt auch noch gedottet, weil ich es einfach hübsch fand. Sieht einfach lebendiger aus. Dotten passt eigentlich ganz oft dazu und ist so einfach zu machen. Und hier erkläre ich es euch. Ich tunke mein Dotting-Werkzeug, in dem Fall das Grüne, in die rote Farbe. Dann setze ich den ersten Punkt ab und dotte immer weiter. Und die Punkte werden so immer kleiner. Das ist der Verlauf. Jetzt dotte ich das Kleeblatt. Das sieht dann einfach ein bisschen schöner aus, finde ich. Dotten finde ich toll. Und anschließend, hui, wo kommt denn das Käferlein her? Das Käferlein braucht Pupillen und das geht mit meinem Zahnstocher prima. Ui, der Saustall. Bastian. Die Luftschlangen malt in der Farbe, wo euch gefällt. Ich habe dann mit Weiß noch drauf gemalt, mit Silberstift und später auch noch gedottet. Dann kommt das Feuerwerk. Die Zwischenräume habe ich mit Zahnstocher gemacht und den Anfang im Verlauf gedottet einfach. Wie ein Stern und immer wieder dazwischen. Ist eigentlich nicht schwer, in allen Farben, die euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und ein fröhliches 2023, wenn es soweit ist. Eure Ela.